Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freunde und Freundinnen, der erneute unsoziale Angriff auf die Erwerbslosen, Beschäftigten und die Eltern wird damit begründet, dass wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine der dreistesten und frechesten Lügen, um eine durch und durch unsoziale Politik zu rechtfertigen. Hat denn die Schleckerverkäuferin mit 1300 Euro netto über ihre Verhältnisse gelebt? Haben die Kurzarbeiterinnen, die Gehaltseinbußen in Kauf nahmen, über ihre Verhältnisse gelebt? Hat die Alleinerziehende mit Hartz-IV-Aufstockung über ihre Verhältnisse gelebt? Haben denn die Beschäftigten, die seit über 10 Jahren Reallohnverluste hinnehmen mussten, über ihre Verhältnisse gelebt? Haben vielleicht die Rentner und Rentnerinnen, die seit Jahren Rentenkürzungen in Kauf nehmen müssen, über ihre Verhältnisse gelebt? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die neoliberale Politik der letzten 20 Jahre, die bisher nie dagewesene Umverteilung von unten nach oben, hat dafür gesorgt, dass alle diese Menschen weit unter den gesellschaftlichen Möglichkeiten leben müssen. Die einzigen, die über den Verhältnissen leben, sind die Vermögenden, die Milliardäre, die Milliardenboni-Bezieher und die Kapitalbesitzer in diesem Land. Es ist ein sozialdarwinistischer Anschlag auf das Gerechtigkeitsempfinden der meisten Menschen, wenn diese Profiteure der Umverteilungspolitik und Verursacher der Krise verschont bleiben, während diejenigen, die ohnehin am wenigsten haben, zur Kasse gebeten werden. Das ist eine Schweinerei. Statt dass die Krisenverursacher und Krisengewinnler bezahlen müssen, werden Erwerbslose und viele Alleinerziehende weiter in Armut gestürzt. Es ist ein Skandal für eines der reichsten Länder der Erde, dass über 2,5 Millionen Kinder in Armut aufwachsen müssen. Die Verantwortlichen dafür müssen sich schämen. Wir sagen, die Verursacher der Krise müssen bezahlen, statt weiter den Banken das Geld hinterherzuwerfen, reiche Vermögende und Kapitalbesitzer mit Steuergeschenken zu beglücken, muss endlich die Vermögens- und Millionärsteuer eingeführt werden. Steuerhinterziehung mit Millionenanlagen in Steueroasen ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein krimineller Akt, der bestraft werden muss. Statt hilflos dem Spekulationstreiben zuzuschauen und die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden, müssen die Steueroasen geschlossen, die Hedgefonds verboten, eine Börsenumsatzsteuer eingeführt und die Banken vergesellschaftet und unter öffentliche Kontrolle gestellt werden. Statt Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst abzubauen, brauchen wir mehr Geld für Lehrer und Lehrerinnen, Kindertagesstätten, Erzieherinnen, Soziales und Ökologie. Nur Reiche und Millionäre können sich einen armen Staat leisten. Statt dem neoliberalen Prinzip privater Reichtum und öffentliche Armut sagen wir mehr Geld für die Kommunen. Und ich sage an dieser Stelle auch noch einmal deutlich mit dem Blick auf Stuttgart 21. Statt Milliarden sinnlos in der Erde zu vergraben, wäre dieses Geld in den Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern 1000-mal besser aufgehoben. Statt die Arbeitslosen in die Armut zu treiben und die Löhne weiter zu senken, brauchen wir eine Grundsicherung, die diesen Namen verdient. Deshalb sagen wir, Hartz IV muss weg.
Statt moderner Sklaverei in Form von Leiharbeit, prekären Arbeitsverhältnissen, Armut trotz Arbeit wollen wir den gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10 Euro die Stunde. Statt Rente mit 67, Zukunftschancen für die junge Generation, statt Arbeitslosigkeit, gerechte Verteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, es gibt Alternativen zum Horrorprogramm dieser Regierung. Wir müssen sie uns erkämpfen. Wir müssen auf die Straße gehen. Wir müssen unseren Unmut zeigen. Die Regierenden vertreten schon lange nicht mehr die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Auch deshalb brauchen wir den politischen Streik und das politische Streikrecht in diesem Lande. Deshalb müssen wir Griechisch und Französisch reden, aber auf deutschen Straßen und Plätzen. Die Zeit der Anpassung und des Duckmeistertums muss vorbei sein. Wir müssen uns deutlich Gehör verschaffen, wenn wir nicht unter die Räder kommen wollen. Statt einem von Profitinteressen und Profitgier getriebenen Kapitalismus kämpfen wir für eine soziale, solidarische und demokratische Gesellschaft. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.